Lieber eine mittelmäßig gute Maschine, aber dafür das beste Zubehör, was du kaufen kannst. Richtig gutes Zubehör ist wirklich durch nichts zu ersetzen. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es pur nur um Zubehör und um L-Boxen. Ich kann es nicht oft genug sagen, Zubehör ist genauso wichtig wie das Werkzeug, was du benutzt. Denn was bringt dir eine gute Stichsäge, wenn du das billigste Blatt reintust, was nur geht, es dir sowieso nach einem Schnitt entweder alles ausreißt oder das Blatt dann schon stumpf ist. Und genau deswegen brauchst du und benutzt du bitte wirklich gutes Zubehör. GoTools wiederum hat sich gedacht, was wäre denn, wenn wir Sets zusammenbringen und sagen einfach, wir haben eine L-Box, packen dort eine Einlage rein, wo du Zubehör mit reintun kannst und dann machen wir noch Folgendes, packen wir Bosch Expert Zubehör oben drauf und machen einen extra günstigen Setpreis mit dazu. Und genau das haben wir jetzt hier, wir haben vier verschiedene Sets und die würde ich dir gerne mal kurz zeigen. Kommen wir zum ersten Set, das Starter-Set. Und dazu gehört übrigens natürlich immer auch diese L-Box mit Einlage und allem drum und dran. Das Ganze kostet 59,99 € für alles, was dort drin ist. Wenn du diese ganzen Teile, die du hier bekommst, einzeln kaufen würdest, wärst du bei weit über 80 €. Du sparst also schon einiges. Bei anderen Sets ist es dann genauso. Gucken wir hier mal rein. Hier im Set bekommst du Folgendes erstmal. Stichsägeblätter, 3 Stück. Dann bekommst du noch dieses Multiwheel. Das ist also X-Lock für Winkelschleifer, Multiwheel. Und hier hast du 125er und hier hast du etwas, damit kannst du zum Beispiel Faserplatten und jegliche Metalle, die du hier auch abgebildet siehst, alle damit schneiden. Wir haben damit mal ein Video gemacht, haben zum Beispiel auch mit der Größe hier von der Bahnschiene geschnitten und so weiter und so fort. Total interessant und sehr schön, mal eben nicht diese Fieberscheiben zu nehmen, sondern Scheiben zu haben, die immer gleich groß bleiben und viel höhere Standzeit haben. Dann haben wir hier noch 7X-Bohrer, das heißt SDS Plus Bohrer. Und zwar die klassische Größe 6, 8 und 10. Ich habe es noch nicht aufgemacht, aber wir haben hier die besten Bohrer, die es vom Bosch Expert gibt. Also allgemein von Bosch gibt es keine besseren Bohrer als diese. 6er, 8er, 10er, absolute Basisstandard, braucht jeder. Deswegen hier auch im Set. Und dann haben wir noch eine Säbelsäge, und also Säbelsägenblatt. Und auch hier hast du ein Multimaterialblatt. Kommen wir zum Allround-Set. Hier haben wir einen Preis von 99,99 €. Einzeln wären das 140 €, wenn du das alles so kaufen würdest. Und hier haben wir echt interessante Sachen mit dabei. Mit dem Set kannst du wirklich auch Allround dich komplett ausstatten. Nummer 1, du hast hier drin Schleifpads, ja, also Schleifschwämme. Ein Medium und ein Feinen. Ich liebe Schleifschwämme. Die sind wirklich echt super, weil du brauchst keinen Schleifklotz mehr, kannst damit arbeiten und die halten ewig. Also wirklich, ich habe, glaube ich, meinen seit einem Dreivierteljahr im Einsatz immer noch nicht verbraucht. Das ist Nummer 1. Dann hast du mit dabei wieder eine X-Lock-Scheibe, hier aber eine andere. Mit der Scheibe kannst du Folgendes machen. Du kannst zum Beispiel sowas wie Holz mit Nägeln schneiden. Ja, du kannst mit einem Winkelschleifer damit auch Holz schneiden. Geht super und eine atemberaubende Geschwindigkeit. Habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Verlinke ich am besten mal hier oben. Das geht wie zack, 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 zack. Ist der Hammer. Genauso kannst du aber auch PVC-Rohre oder damit schneiden. Das ist wirklich so ein Universalblatt. Kann man tolle Sachen mitmachen. Dann haben wir hier Schleifpads. 125er Schleifpads. Besser gesagt sogar Schleifgitter hier mit dabei. Das heißt, wenn du mit einem Exzenterschleifer arbeitest, bist du hier auch richtig mit dabei. Dann haben wir hier mit im Set Hexbohrer. Was sind Hexbohrer? Das sind normale Bohrer, und zwar von 4 bis 8, glaube ich, war das. Genau, von 4 mm bis 8 mm. Das heißt, gerade so im Innenbereich, wenn du also in der Wohnung was tust und mit dem Akkuschrauber arbeitest, ist das genau das Richtige. Denn wir haben hier eine Sechskantaufnahme. Sechskant ist deswegen wichtig, wenn du im Akkuschrauber hast du keine SDS-Aufnahme, sondern du hast in der Regel immer nur eine Sechskantaufnahme. Und da möchtest du natürlich auch trotzdem dann bohren, wenn du einen Rundschaftbohrer hast, dann rutscht das gerne mal auch im Akkuschrauber durch. Sechskant, kein Problem, da rutscht das nicht durch, weil das Bauchfutter das richtig greifen kann. Zusätzlich ist es hier so, dass du so ein Multi-Construction hast und damit kannst du sogar weiche Fliesen bohren. Also die normalen, herkömmlichen, einfachen Fliesen kannst du mit bohren, aber auch Stein, da kannst du auch mal durch eine Ständerbauwand aus Metall zum Beispiel durch, wenn du Gipskarton dahinter Metallständer hast, kannst du damit auch bohren. Also das ist der Allrounder im Innenbereich.
Dann geht's wieder los. Stichsäge, hast du sogar zwei dabei. Meine persönlichen absoluten, absolut Lieblingsblätter. Und zwar die Carbide-Blätter. Die kannst du nutzen, um zum Beispiel auch Holz mit Nägeln zu schneiden. Und wenn du so, sag mal, unbekanntes Material, so richtig weißt, was ist da jetzt so richtig drin im Holz, einfach durch. Paletten, alles Mögliche. Wenn da ein Nagel drin ist, es interessiert dich einfach nicht. Wenn du auch mal so eine Blechkante hast an einem Stück Holz, gehst du einfach durch mit dem Zeug. Ist einfach mega, das Blatt. Dann haben wir hier auch ein super Blatt für beschichtetes Material. Mit dem Blatt ist es einfach so, dass du bei, das ist ein Two-Side Clean, ja, genau. Das ist so, dass die Zähne einmal von oben, einmal von unten verzahnt sind. Und dadurch ist es so, dass du ausrissfrei schneiden kannst. Und zwar von unten und von oben. Ja, du hast kaum noch Ausrisse. Also gar keine Ausrisse, quasi unmöglich. Du musst ein Laserschwert haben. Aber das ist minimal, wenn überhaupt. Also meistens hast du eine absolut perfekte Kante. Kann ich nur empfehlen. Das ist jetzt nicht irgendein Blatt. Diese beiden Blätter must haves. Wenn du eine Stichsäge benutzt, diese beiden Blätter brauchst du. Auch wenn du das Set nicht kaufst, diese beiden Blätter brauchst du. Dann haben wir nochmal Säbelsäge. Auch hier super interessant. Einmal hier ein Blatt, mit dem du normal Holz schneiden kannst. Und zwar richtig schnell, richtig viel. Damit haben wir mal einen Test gemacht. Kriegst du nicht tot. Dauert ewig. Also nicht dauert ewig, du kannst ewig damit schneiden. Das, als nächstes hast du hier auch so ein Multimaterialblatt. Da kannst du auch wieder Holz mit Metall, aber auch weiche Steine schneiden und. Also wirklich ein mega Blatt. Damit kommst du auch richtig weit hin. Das Ganze für 99 Euro. Alles zusammen in einem Paket. Kommen wir zum nächsten. Das reine Holzset. Auch hier ein Preis von 99,99. Einzelpreis werden auch hier wieder rund 140 Euro. Hier bekommst du Folgendes. Wir hatten das gerade schon mal. Dieselben Stichsägeblätter, die wir eben auch schon hatten. Dann bekommst du hier auch dieselben Säbelsägeblätter, die wir gerade schon mal hatten. Dann bekommen wir auch nochmal Schleifgitter. Da möchte ich aber nochmal drauf eingehen, und zwar ein Schleifschutzpad. Wenn du einen Exzenterschleifer hast, hier in dem Fall ein 125er, ist es so, dass dieses Schutzpad dazwischen geschaltet wird. Dadurch wird der auch ein bisschen weicher, aber du verschleißt die Noppen an deinem Exzenterschleifer nicht. Ja? Und dann bekommst du hier entsprechend Schleifpapier, und zwar bekommst du 80er, noch ein 80er, dann noch 120, 120er und 280er. Also 280er, 220er, 280er. Zusätzlich bekommst du noch das hier, und zwar ein riesen Set von Flachfräsbohrern. Und jeder braucht einen Flachfräsbohrer, nicht nur einen, sondern mehrere. Und da hast du hier die Bosch Expert Flachfräsbohrer, und zwar das Komplett-Set. Hier von 10 mm. Komplett durch bis 32 mm. Alles mit dabei. Kommen wir zum letzten Set, und zwar das Metallset für 139,99. Einzelpreis wären eigentlich 175 so etwa. Aktuelle Shoppreise übrigens, möchte ich noch dazu sagen, weil das Video wird auch ein bisschen länger online sein. Auch hier bekommst du wieder die Box. Dazu bekommst du diesmal aber Metallblätter. Das heißt, du hast für deine Stichsäge jetzt wirklich Metallblätter. Ich habe die schon mal benutzt und war erstaunt, wie groß die Standzeit ist. Weil gerade beim Metall hast du das Gefühl, du nimmst ein Blatt, einen Schnitt und dann brauchst du schon das nächste Blatt. Hier nicht. Hier hast du wirklich eine sehr lange Standzeit. Angegeben wird mit 50 mal länger als normal. Ich habe es leider noch nie getestet. Würde aber vermuten, dass es wirklich hinkommt. Dann, das Blatt hatten wir vorhin schon mal. Ist ja ein Metallblatt, Multimaterial-Metallblatt. Hier zusätzlich, das Blatt kennen wir schon aus den drei anderen Sets, auch ein Multiblatt, wo du auch Metall mit Holz und ähnlichem hier bei der Säbelsäge schneiden kannst. Zusätzlich bekommst du aber nochmal hier ein Metallblatt, speziell nur für Metall, für deine Säbelsäge. Was hierbei besonders ist, ist Folgendes, und zwar wir haben hier das hier, und zwar sind das Lochsägen. Ja? Wir haben hier eine Lochsäge, die entsprechend hier mit dabei ist. Und zwar mit einem Power Change Adapter. Schaut mal hier. Wir haben nämlich drei verschiedene Größen. Ich zeige euch das mal. Und zwar haben wir hier die Größe 22 mm. Hier 22, 25 und 32 mm Lochsägen. Speziell für Metall. Und deswegen ist hier der Power Change Adapter mit dabei. Denn mit dem kannst du Folgendes machen. Du kannst hier einfach mit dem... Da ist eine Zentrierspitze drauf, die kannst du auch austauschen. Wir haben hier auch eine zweite Zentrierspitze, auch hier mit der Feder entsprechend dabei. Und dann kannst du den hier einsetzen. So. Und. Moment. So. Und hast das Ganze hier eingesetzt. Oder du kannst es auch wieder zurückziehen, raus und dann eine andere Größe einsetzen. So. Das hier kannst du ganz normal in deinen Akkuschrauber reintun und kannst schon mal wunderbar bohren.
Das ist das Metallset. In Summe siehst du hier, wir haben hier für euch verschiedene Sets zusammengestellt. Versucht noch diesen Set-Gedanken zu nutzen, sodass ihr ein bisschen sparen könnt. Ihr habt trotzdem mal einen kompletten Koffer habt. Wenn ihr das Ganze verbraucht habt, könnt ihr wieder weitere Zubehör reintun. Das ist eigentlich von uns gedacht als ein Set, was du halt auffüllen kannst, am Ende dann auch mit dem Zubehör, was du so gerne nutzt. Und deswegen alles nur quasi als Starter-Sets, mit denen du mal anfangen kannst und dich auch mal ein bisschen ausprobieren kannst. Weil ich sage dir eins, bei Zubehör solltest du ein bisschen testen. Was liegt dir und was liegt dir nicht? Was findest du gut, was findest du weniger gut, und richtig gutes Zubehör ist wirklich durch nichts zu ersetzen. Lieber eine mittelmäßig gute Maschine, aber dafür das beste Zubehör, was du kaufen kannst, damit wirst du ein immer gutes Ergebnis haben. Siehe Stichsäge, entweder hast du Ausriss oder keine, egal wie gut deine Stichsäge ist, das Blatt entscheidet. Ich freue mich auf eure Kommentare und jetzt heißt es wie immer, rein ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.